Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Fußball würde man sagen, das wird ein Heimspiel, weil ihr habt eure Fans hier. Schön, aber es ist ein Heimspiel, ihr seid hier zu Hause. Und darf ich es mal so sagen, als Gott vor 20 Jahren der Sibylle und mir etwas gegeben hat, etwas anvertraut hat, das wir weitergeben sollen und das auch letztlich dazu geführt hat, dass diese Kirche entstanden ist und so ist, wie sie ist, da ist auch eben etwas passiert in den 20 Jahren. Und das merken wir gerade in den letzten Jahren und vielleicht auch ihr. Nämlich, das hat geklappt mit dem Weitergeben. Also wir haben einfach das, was wir im Herzen von Gott empfangen haben, an euch alle ja weitergegeben. Und um uns herum stehen auf einmal Männer und Frauen auf. Und das ist richtig schön zu sehen, die auch zu euch sprechen, die auch das haben, von Gott empfangen haben und noch etwas, vielleicht noch etwas Spezielles dazu. Weil jede Generation muss die gute alte Evangeliumsgeschichte auch auf eine neue Weise ihrer Generation erzählen. Und für uns beide ist das etwas Besonderes heute auch an diesem Tag. Es ist etwas Besonderes, euch beide hier zu erleben, die anderen, die schon hier standen, aber auch Anna, wenn sie hier im Worship steht, neben Dario und heute die Leitung hat, viele junge Erwachsene, die aufstehen und sagen, hey, wir haben den Stab auch angenommen, nicht anstelle von euch, sondern wir zusammen als zwei Generationen on one stage. Und ich glaube, dass das Gott in unserer Kirche auch segnet. Und ich dachte, ich hebe das einfach mal hoch und jetzt lasst mich noch für euch beten. Und wir sind sehr dankbar, Herr Jesus, dass das so ist, dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind im ICF Karlsruhe, wo Menschen sieht, wo Menschen freigesetzt werden, dass du Berufungen austeilst, Begabungen austeilst und wir Raum haben, diese Gaben in deinem Namen, in deiner Kirche auch einzusetzen. Und so segnen wir euch beide jetzt, dass ihr mit Vollmacht von Gott auch zu uns sprechen könnt. In Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen Dank euch. Theresa und ich freuen uns total, Teil von der Serie zu sein, einfach beten. Und ich darf euch in meinem Part jetzt mit in die Vorgeschichte nehmen. Also was passiert eigentlich, bevor wir anbeten? Und wer mich kennt, weiß, ich liebe es zu wandern. Und vor einigen Monaten waren Dario, mein Mann und ich wandern und haben eine Freundin mitgenommen, die jetzt sonst nicht so oft wandert. Und sie hat prompt eine spannende Erkenntnis gewonnen. Wir laufen so durch den Wald, den Weg nach oben. Und sie stellt fest, dass man doch für sie überraschend häufig seinen Blick beim Wandern auf den Weg vor sich gerichtet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mal ausprobiert habt, das anders zu machen. Keine gute Idee. Es macht nämlich total viel Sinn, vor sich auf den Weg zu schauen, weil nur so sehe ich, wo kommt der Stein, wo kommt die Wurzel und schaffe es, einigermaßen sicher am Ziel anzukommen. Jetzt würden wahrscheinlich alle, ob Wanderer oder Nichtwanderer, mir zustimmen, dass der Zweck beim Wandern nicht darin besteht, Hauptsache sicher am Ziel anzukommen, sondern man macht sich ja auf den Weg, zumindest ist es bei mir so der Fall, um jetzt im Herbst diese bunten, wunderschönen Blätter zu sehen, oben auf den Gipfel zu steigen und diese Aussicht zu genießen. Aber wie schaffen wir das jetzt, beides zu kombinieren? Wie schaffen wir das, sicher am Ziel anzukommen und den Zweck beim Wandern nicht zu verpassen? Ich habe einen kleinen Tipp für euch, den könnt ihr mal bei eurer nächsten Wanderung ausprobieren. Das funktioniert, indem wir beim Wandern auf dem Weg anhalten, bewusst den Blick heben und entdecken, was es in dem Moment um uns herum zu entdecken gibt. Zugegeben, super simpel, aber vielleicht deswegen so passend auch zu unserer Serie Einfach beten und wie ich finde auch ein Bild, was man total gut auf unser Leben übertragen kann. Weil in unserem Alltag sind wir häufig genauso unterwegs. Wir laufen durch unseren Alltag und bildlich gesprochen ist unser Blick auf den Weg vor uns gerichtet. Und es macht auch Sinn, weil wir sehen, wo kommt die nächste Herausforderung oder hier im ICF gucken wir, was ist mein Next Step. Aber jetzt ist auch der Zweck in unserem Leben nicht der, Hauptsache, ich habe jede Herausforderung rechtzeitig kommen gesehen. Sondern ein zentraler Aspekt, weshalb wir hier auf der Erde sind, ist, dass wir geschaffen wurden, um zu anbeten. Gott hat in uns
diesen Wunsch gelegt, etwas Externes auf eine besondere Art und Weise hochzuhalten. Es gehört quasi einfach zu unserem Leben dazu. Und so wie wir beim Wandern immer wieder bewusst anhalten, den Blick heben, die Natur sehen, um den Zweck vom Wandern nicht zu verpassen, genauso können wir das Bild auch auf unser Leben und auf das Thema Anbetung übertragen. Um diesen Zweck Anbetung in unserem Leben nicht zu verpassen, braucht es, dass wir in unserem Alltag immer wieder bewusst anhalten, bildlich gesprochen den Blick heben und sehen und kennenlernen, wer Gott ist. Der Psalm 121, der beginnt genau mit diesem Bild. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Anhalten auf dem Weg und bildlich seinen Blick zu heben hin zu Gott, ist sozusagen die Vorgeschichte von Anbetung. Das ist das, was Anbetung immer vorausgeht. Und jetzt fragt man sich, aber was ist denn jetzt eigentlich Anbetung? Und die einen würden vielleicht sagen, Anbetung ist der Teil hier im Gottesdienst, wo die Band nach vorne kommt, wo wir unsere Masken aufsetzen. Das geht schon in eine gute Richtung, aber Anbetung ist so viel mehr. Wir wünschen uns, dass wir anfangen, Anbetung weiter zu denken. Und deshalb schauen wir uns jetzt ein paar Synonyme an, die vielleicht dabei helfen können, einen anderen Blickwinkel auf Anbetung zu bekommen. Und gleich doch mal diese Worte ab mit dem Bild, was ihr von Anbetung vielleicht im Kopf habt. Anbetung kann auch beschrieben werden als anhimmeln, verehren, hochachten. Jetzt kommt mein Lieblingswort, huldigen, bewundern oder vergöttern. Und diese Worte beschreiben den Kern von Anbetung, nämlich, dass Anbetung etwas ist, das nicht bei uns bleibt und auch in dem Moment nicht für uns gedacht ist, sondern Anbetung ist etwas, das geben wir weg. Wir geben Ehre, wir geben Hochachtung weg und das machen wir aktiv und bewusst. Jetzt weiß ich nicht, wie dein Sonntagmorgen hier so aussieht. Vielleicht war der Weg vom Klingeln des Weckers, bis du hier endlich angekommen bist, so stressig, dass du eigentlich schon wieder bereit wärst für den nächsten Kaffee. Vielleicht sitzt ihr auch zu Hause noch halb am Essenstisch und habt eingeschaltet in die Online-Church. Und dann kommt dieser motivierte Worship-Pastor hier auf die Bühne und lädt euch ein, alles zu geben und Gott zu anbeten. Ja, kann eine schwierige Situation sein. Aber ich möchte einen Gedanken mit euch teilen, der mich in solchen Momenten ermutigt und manchmal auch herausfordert. Die Grundlage für unsere Anbetung sind nicht unsere Gefühle, unsere Gedanken oder das, wie wir gerade unsere Lebenssituation bewerten, sondern unsere Anbetung darf aus dem herauskommen, wer Gott ist. Unsere Anbetung darf aus dem herauskommen, was wir entdecken, wenn wir anhalten auf unserem Weg. Und das kann zum Beispiel hier im Gottesdienst sein. Bewusst unseren Blick heben hin zu Gott und uns von ihm zeigen lassen, wer er ist. Uns von ihm zeigen lassen, dass er ein Gott ist, der schon da war, bevor überhaupt irgendetwas existiert hat. Dass er ein Gott ist, der spricht und Dinge anfangen zu entstehen. Dass er ein Gott ist, der solch eine Liebe für uns Menschen hat, dass er alles gegeben hat, damit wir direkten Kontakt zu ihm heute haben können. Und dass er ein Gott ist, der Versprechen und Verheißungen für dich und für deine Zukunft bereithält. Dieser Gott ändert sich nicht. Und das, was ich gerade gesagt habe, das bleibt. Und aus der Grundlage heraus darf unsere Anbetung kommen. Und jetzt ist es aber manchmal so, dass wir in Zeiten sind, da geht es nicht nur darum, dass man mal einen zweiten Kaffee bräuchte, sondern da geht man wirklich auch durch ein Tal. Und dann ist dieses Anhalten, Stehenbleiben und zu Gott schauen und ihm Anbetung geben, etwas, was uns enorm viel kostet. Aber wenn wir in diesen Wochen über einfach beten sprechen, dann bedeutet einfach nicht billig. Einfach bedeutet nicht, das ist etwas, was wir so nebenher machen. Sondern einfach bedeutet in erster Linie, es kann jeder. Jeder kann beten, jeder kann anbeten und einfach kann auch beinhalten, dass es uns etwas kostet.
Und ich habe mich vor einigen Wochen mit einer Person unterhalten, die momentan genau durch so ein Tal geht. Und ich habe sie gefragt, was macht das mit deiner Anbetung? Und es hat mich echt berührt und bewegt, dass sie sich in der Woche einen Tag nimmt, wo sie wie einen Termin hat, an dem sie stehen bleibt, zu Gott schaut und ihm Anbetung gibt für das, wer er ist. Und auch wenn sie eigentlich gar keine Zeit hat und auch wenn es sie in dem Moment echt etwas kostet. Aber was ich so feiere an unserem Gott und was unbedingt zu diesem Punkt dazugehört, wenn wir im Tal sind, ist, dass Gott nie einfach nur unsere Anbetung will und alles andere in unserem Leben ist ihm egal, sondern für Gott ist Anbetung immer Beziehungsthema. Was wir sehen, wenn wir in unserem Alltag anhalten und den Blick heben, ist nicht nur ein Gott, der unfassbar und unbegreifbar groß ist, sondern auch ein Gott, der unfassbar und unbegreifbar uns Menschen zugewandt ist. Und aus dem heraus darf unsere Anbetung kommen. Gott möchte nie, nie einfach nur angebetet zu werden, sondern er wünscht sich, dass unsere Anbetung immer ein Ausdruck ist von unserer Beziehung zu ihm. Und für diese Beziehung ist es so wichtig, dass wir auf unserem Weg in unserem Alltag immer wieder Gottmomente erleben. Und um diesen Begriff Gottmoment nochmal ein bisschen besser zu erklären, möchte ich mit euch eine Situation anschauen, die viele tausend Jahre schon her ist. Und zwar geht es um die Situation, in der Gott sich das allererste Mal einem Menschen mit Namen vorgestellt hat. Ihr könnt es nachlesen im 2. Kapitel in der Bibel. Gott hat sich diesem Menschen mit seinem Namen vorgestellt, mit dem Namen Jahwe. Und Jahwe kann übersetzt werden, so hat es Luther gemacht, mit Ich bin, der ich bin. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch mit dieser Übersetzung geht. Ich habe bisher noch nicht so diesen persönlichen Bezug zu dieser Übersetzung gefunden. Aber wenn man sich mit dem Namen Jahwe beschäftigt, findet man heraus, dass es durchaus andere Auslegungen und Übersetzungen gibt. Und eine Übersetzung sagt, Jahwe kann auch bedeuten, ich werde für dich da sein. Und Gottmomente sind diese Momente auf unserem Weg, in denen wir realisieren, da ist dieser Gott, der meine Situation kennt und sieht und der mir spürbar und relevant in meinem Alltag begegnen will. Und wenn wir anhalten und unseren Blick heben, dann geben wir Gott Raum, sich uns mit diesem Namen Ich werde für dich da sein vorzustellen. Lasst uns doch noch mal kurz auf den Psalm schauen, den wir am Anfang gelesen haben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Anbetung darf aus dem entstehen, was wir entdecken, wenn wir anhalten und zu ihm aufschauen. Und selbst wenn du zu den Personen gehörst, die jetzt gerade durch so ein Tal gehen, dann darfst du wissen, wenn du deinen Blick hebst, dann siehst du einen Gott, der den Namen trägt, ich werde für dich da sein. Und du darfst deine Hilfe von ihm erwarten. Und aus diesem Erkennen und aus diesem Wissen darf deine Beziehung zu Gott wachsen und darf deine Anbetung kommen. Im zweiten Teil der Predigt geht es jetzt darum, was Anbetung ganz konkret bedeutet. Also wie können wir ganz konkret anbeten? Und dazu möchte ich ganz kurz persönlich von mir erzählen, wie ich mich dem Thema genähert habe oder es für mich auch entdeckt habe. Ich bin christlich aufgewachsen und habe von klein auf ein sehr breites Spektrum von Anbetung erlebt. Wir sind als Familie lange Zeit in eine sehr charismatische Freikirche gegangen. Aber wir sind auch einige Jahre ausschließlich in die katholische Landeskirche gegangen. Das heißt, ich habe von lautem Singen und Tanzen bis zu andächtigem Orgelspiel und Knien auf der Kirchenbank so ziemlich alles an Anbetung miterlebt. Aber je älter ich wurde und je mehr ich auch angefangen habe, Glauben und Glaubensleben zu hinterfragen, desto mehr Schwierigkeiten hatte ich auch mit Anbetung, aber auch in beiden Welten. Mal fühlte sich Anbetung irgendwie zu sehr nach Happy Clappy, Sonnenschein, alles ist super an. Und mal fühlte es sich so ernst und streng und irgendwie auch unterwürfig an. Und ja, ich habe irgendwie nicht so einen richtigen Zugang dazu gefunden. Und trotzdem habe ich immer Menschen um mich herum gehabt, die total begeistert von Anbetung waren. Und deswegen habe ich mich gefragt,
was muss ich tun? Wie kann ich richtig anbeten? Und dann gab es zum Glück so ein Schlüsselerlebnis, das jetzt gar nicht so spektakulär ist, aber das hat für mich die Perspektive auf Anbetung nochmal ganz verändert. Und da war ich in so einer Situation in einem katholischen Gottesdienst, wieder, wo es angebetet wurde. Alle waren sehr andächtig im Gebet. Und ich habe richtig versucht, alles zu geben und mitzubeten. Und es hat sich irgendwie so unauthentisch angefühlt. Es hat sich so komisch, so streng, so ja, irgendwie einengend angefühlt. Und ich habe einfach nicht gewusst, was muss ich tun, damit es genauso viel bedeutet wie bei den anderen auch, die ja auch gerade alles geben und scheinbar richtig anbeten. Und hier möchte ich den, hier habe ich irgendwie so wie so einen Gedanken gehabt, so, oh, sorry Gott, aber ich weiß gerade echt nicht, was ich hier mache und wollte eigentlich aufgeben. Und da kam wie so ein Blitzgedanke, wie so eine innere Stimme, die zu mir einfach nur gesagt hat, schön, dass du da bist. Das war es, nur dieser kurze Gedanke, aber der hat für mich alles verändert. Auf einmal wurde mir klar, Gott ist schon da. Gottes Liebe ist schon da. Es gibt keine Anbetung dieser Welt, mit der ich sie mir verdienen könnte oder müsste. Und hier möchte ich den Punkt von Kathi nochmal unterstreichen. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Bei Anbetung geht es um unsere Beziehung und Gott liebt uns schon und unsere Anbetung ist eine Antwort auf seine Liebe. Wenn du noch nie so ein inneres Erlebnis hattest, dann möchte ich dir ermutigen, suche wirklich danach. Als allererstes dürfen wir entdecken, wie sehr Gott uns liebt, ganz frei und bedingungslos. Und dann ist Anbetung nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott uns liebt, sondern unsere freie Antwort auf seine Liebe. Und wie kann das dann konkret aussehen? Wie können wir anbeten? Welche Form ist sozusagen die richtige? Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum eigentlich eine äußere Form von Anbetung finden? Reicht es nicht eigentlich völlig aus, dass wir Gott in unserem Herzen sagen, dass wir ihn lieben? In der Bibel steht, Gott sieht unser Herz, erkennt unsere Gedanken. Also das müsste völlig genug sein, dass ich ihm im Innern sage, ich liebe dich. Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, was hat Jesus eigentlich zu dem Thema gesagt, lesen wir zum Beispiel in Markus Kapitel 12 Folgendes. Das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Erstmal war dir bewusst, dass Anbetung das wichtigste Gebot ist. Ich sag mal, gut, dass wir drüber sprechen. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber jetzt nochmal ganz konkret. Hier steht, es heißt eben nicht nur, liebe Gott mit all deinen Gedanken und von ganzem Herzen, sondern auch mit all deiner Kraft. Warum ist es Gott so wichtig, dass wir einen äußeren Ausdruck finden für unsere Anbetung? Dazu möchte ich jetzt ein ganz kurzes Beziehungsexperiment machen und darf Sibylle und Steffen dazu auf die Bühne bitten. Stellt euch doch mal hier einfach Rücken an Rücken aneinander. Genau, und jetzt geht ein Schritt auseinander. So, eure Aufgabe ist jetzt, drückt einander mal eure ganze Liebe füreinander aus. Aber, ohne dafür euren Körper zu nutzen. Ihr dürft nichts sagen, ihr dürft nicht lächeln, ihr dürft euch nicht bewegen, ihr dürft keine Geräusche machen. Nichts Äußerliches tun. Und los. Also, ja. Wenn die beiden so ihre Beziehung leben würden, würde keiner von uns jemals erfahren und die beiden schon gar nicht. Danke. Keiner würde erfahren, dass sie sich lieben und die beiden wüssten es wahrscheinlich auch nie. Also, wenn wir uns Beziehungen zwischen Menschen anschauen, dann ist es so deutlich, wir brauchen unseren Körper, um unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Wir brauchen Worte, Blicke, Geschenke, Zärtlichkeit, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir füreinander da sind. Das ist die Liebessprache von uns Menschen. Und so hat Gott uns geschaffen. Das ist kein Fehler im System.
Gott hat uns von Anfang an leiblich geschaffen. Mit Geist, Seele und Körper. Und die gehören untrennbar zusammen. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu uns Menschen. Und er sehnt sich eben nicht nur danach, dass wir innerlich an ihn glauben, sondern er möchte uns als ganze Person lieben. Und deswegen ist es umso genialer, dass Gott wirklich alles gegeben hat, um uns genau das deutlich zu machen. Deshalb ist Gott Mensch geworden. Er hat eine leibliche Gestalt angenommen und ist uns genau so begegnet, wie wir es verstehen können. Er hat quasi unsere Liebessprache gesprochen. Er wollte endlich, dass wir Menschen erkennen, wie sehr er uns liebt. Und die größte Liebestat von allen ist sein leiblicher Tod am Kreuz. Das heißt, die größte Sache, die jemals passiert ist, die Errettung, die Erlösung der Welt, ist nicht nur geistig passiert, sondern auch leiblich. Und oft tappen wir doch in diese Falle zu denken, der Glaube sei nur etwas Geistiges. Wir glauben, es würde nur um das Geistige würde nur zählen im Glauben. Aber Jesus möchte uns Menschen, die wir eben auch einen Körper haben, diese Würde zurückschenken durch seinen Tod am Kreuz. Und dieses Geschenk können wir annehmen, indem wir Gott auch mit all unserer Kraft, also leiblich, anbeten. Jetzt nochmal zurück zur Frage. Welche äußeren Formen gibt es jetzt für Anbetung und welche sind die richtigen? Und das finde ich so schön an Anbetung. Es geht um deine persönliche Beziehung zu Gott. Deswegen darfst du deinen ganz persönlichen Ausdruck finden. In Gottesdiensten, wenn wir zusammen Gott anbeten, gibt es natürlich einen Rahmen. Also es soll ja kein komplettes Chaos sein, sondern wir finden eine gemeinsame Art zu anbeten. Aber umso schöner ist es ja auch, dass es unterschiedliche Kirchen gibt, dass es eine vielfältige Kirchenlandschaft mit ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen auch gibt. Und ich habe persönlich für mich zum Beispiel das Knien vor Gott ganz neu entdecken dürfen. Und wenn ich in meiner stillen Zeit bin oder in meinem Morgengebet, dann liebe ich das total, einfach vor Gott auf die Knie zu gehen und ihm mit meinem ganzen Körper so auch zum Ausdruck zu bringen, dass ich mich ihm unterordne und dass ich mich ihm ganz anvertraue. Und zum Schluss noch ein Gedanke, der mich bei Anbetung so begeistert und warum ich Anbetung so toll finde, ist, dass wenn Menschen inspiriert von der Liebe Gottes einen äußeren Ausdruck für ihre innere Haltung finden, können echte Kunstwerke entstehen. Kunstwerke, die wiederum andere inspirieren, die wie ein Zeugnis sind von Gottes Liebe. Und ein so ein Zeugnis wollen wir jetzt ganz kurz reinhören. Kompositionen, Gedichte, Gemälde, Bauwerke, all das kann auch Anbetung sein. Ich hatte mal das Glück, dass ich auf einer Uni-Exkursion auf das Dach des Kölner Doms kommen durfte. Und wenn man den Dom so von unten sieht oder im Dom ist, würde man ja meinen, dass der vor allem Menschen beeindrucken soll. Aber als ich dort oben auf dem Dach gelaufen bin und an Orte kam, die gar nicht für Besucher gedacht sind, habe ich nochmal echt verstanden, dass dieses Bauwerk eigentlich auch Anbetung ist. Weil jeder Winkel dort oben, jede Figur ist bis ins Detail perfekt ausgearbeitet. Und von unten würde das niemandem auffallen, wenn es nicht so wäre. Wir haben Menschen im Verborgenen echte Kunstwerke geschaffen. Sie haben quasi mit all ihrer Kraft oder in diesem Fall mit Hammer und Meißel Gott angebetet. Und wir kommen jetzt zum Abschluss der Predigt und wir werden jetzt gemeinsam hier auch so einen Moment haben, wo wir teilhaben dürfen an so einer ganz besonderen Art der Anbetung und das wird dann auch übergehen in eine Zeit des Worships und wenn wir dann auch gemeinsam wieder zusammen anbeten können. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Dieser Podcast wird durch Spenden ermöglicht. Wenn du möchtest, kannst auch du uns unterstützen. Alle Infos dazu bekommst du in der Videobeschreibung.
Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.